Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zum heutigen Lunch-Update begrüßen. Konjunktur, Märkte, Anlagestrategie. Wir wollen uns die wesentlichen Aspekte anschauen, die momentan aus der Anlegerperspektive relevant sein könnten. Und man kann wirklich über sehr vieles sprechen. Inflationsraten auf historischen Niveaus, geopolitische Themen, die zu diskutieren sind. Ist China überhaupt noch investierbar aus westlicher Perspektive? Dazu natürlich die üblichen Querelen rund um die Diskussionen in den USA mit der Zwei-Parteien-Landschaft und in Europa die leider Gottes altbekannten Themen. Der Krieg in der Ukraine hat immer noch kein Ende gefunden. Also man kann wirklich über sehr, sehr viele Themen sprechen, die sowohl die Wirtschaft betreffen als natürlich auch den Anleger. Und wir wollen uns nun mal die wesentlichen Aspekte zu Gemüte führen. Zunächst ist klar, wir werden die Fragen, die Sie über die Software stellen, am Ende natürlich beantworten. Wir werden vor der Beantwortung die Funktion nutzen, um die Aufzeichnung zu beenden. Und die Konserve wird Ihnen dann ohne den Diskussionsteil wie immer zur Verfügung gestellt. Wir blicken zunächst auf die Konjunktur und dann schauen wir uns mal den Frühindikator der OECD an. Sie sehen das hier entsprechend auch dargestellt für verschiedene Länder, respektive für verschiedene Regionen. Und da sehen Sie schon, auch ohne Volkswirt zu sein. Die Entwicklung ist nach unten gerichtet. Und wenn wir das in der Monatsveränderung betrachten, auch da sehen Sie, die Balken gehen immer nur nach unten. Und das auch kein Trend, den wir jetzt kurzfristig haben, sondern die Themen begleiten uns schon länger. Und ich denke, konjunkturell sollte man sich vielleicht noch mal den Herbst-Winter 2019 in Erinnerung rufen. Sie wissen, das war das Jahr, bevor wir dann die Corona-Pandemie mit den ganzen altbekannten Themen hat. Und im vierten Quartal 2019 ist ja auch Deutschland knapp an der Rezession vorbeigeschrammt. Ich glaube, damals war es ein Wachstum von 0,1%, was uns an der technischen Rezession in der Definition eben vorbeilaufen hat lassen. Die USA hatten damals schon begonnen, die Geldpolitik etwas zu straffen, Zinsen anzuheben. Und dann kam das Thema Corona. Man hat die Geldpolitik gelockert, Leitzinsen auf Null, Anleiheaufkaufprogramme. Die Staaten haben sich verschuldet, um den ökonomischen Schaden zu reduzieren. Die Notenbanken haben das alles finanziert zu nicht marktfähigen Preisen, also ein Hand in Hand von Staaten und Notenbanken. Dann waren die Notenbanken sehr, sehr lange auf dem Gaspedal, obwohl die Wirtschaft ja schon wunderbar zurückgelaufen ist. Eine V-förmige Erholung war zu sehen, was Sie auch in diesen Daten hier entsprechend ja sehr gut feststellen können, dass wir dann hier eben das V vollendet haben. China war ein bisschen früher, weil die da auch bei der Politik anfänglich etwas erfolgreicher waren. Jetzt aktuell ist ja China mit seiner Null-Toleranz-Politik eher das Schlusslicht in der Weltwirtschaft. Also vielleicht holen wir jetzt einfach das nach, was wir ohnehin im Jahr 2020 gesehen hätten, wenn uns Corona respektive die Maßnahmen der Regierungen nicht ereilt hätten. Dann hätten wir wahrscheinlich schon eine Stabilisierung der Geldpolitik gesehen, eine straffere Geldpolitik. Wir hätten wahrscheinlich einen wirtschaftlichen Abschwung gehabt und wir hätten vielleicht auch Vermögenspreise gehabt, die nicht diese 2 Jahre Corona-Phase gehabt hätten, wo man letztendlich zu viel des Guten getan hat, wo die Geldmenge explodiert ist und diese Geldmenge ist dann eben in die Vermögenspreise geflossen mit allem, was wir rund um Kryptowährungen, spekulativen Einzelaktien und einen großen Hype um das Thema Daytrading erfahren haben. Also vielleicht sehen wir jetzt eben, wie gesagt, die Fortsetzung dessen, was wir normalerweise im Jahr 2020 erlebt hätten, ohne Corona. Wenn wir auf die aktuellen Daten blicken, dann sehen wir das hier nochmal für Deutschland. Sie wissen, man befragt hier Unternehmen, wie schätzt ihr die aktuelle Lage ein? Das sehen Sie in dunkelblau. Wie schätzt ihr die Erwartungen für die nächsten 6 Monate ein? Da sehen wir natürlich auch klar, da sind die Werte zurückgekommen. Aber jetzt sieht man hier so ein kleines, zartes Pflänzchen bei den jüngsten Daten, die diese Woche gekommen sind. Und insgesamt kann man hier festhalten, dass die Daten besser waren als das, was man erwartet hat. Sie wissen, bei volkswirtschaftlichen Daten gibt es immer eine Konsenserwartung, wie werden die Daten wohl sein. Und dann gleicht man eben diese Erwartung mit der Realität ab. Und warum das wichtig ist, das sehen wir gleich noch. Also die Stimmung der Unternehmen in Deutschland besser als erwartet, aber die absoluten Werte sind natürlich sehr, sehr negativ. Aber ich denke, das kann auch nicht überraschen. Wenn wir die Erwartungskomponente sehen, da sehen Sie, wir sind fast auf das Corona-Jahr zurückgerutscht.
Wenn wir nicht nur auf die Unternehmen blicken, sondern auch auf die Verbraucher, dann sehen wir hier mal das GfK-Konsumklima-Index. Und da sehen Sie auch schon, so schlecht war es schon lange nicht. Ich denke, das ist auch nachvollziehbar. Wir alle erleben das Thema Inflation, ob an der Tankstelle, ob im Supermarkt, ob im Restaurant, ob bei der Urlaubsbuchung oder auch wenn Sie in den Urlaub fahren, ins außereuropäische Ausland, sei es in die Schweiz oder sei es in die USA, dann merken Sie auch sehr deutlich, dass der Außenwert des Euros doch einiges eingebüßt hat. Und von daher, ich glaube, die Stimmung der Konsumenten, das ist sehr repräsentativ für das, was wir in vielen Ländern sehen, was man sich dann auch genau anschauen muss, wie dann wirklich auch die Einzelhandelsumsätze stattfinden. Und da muss man doch im Rückblick oft sagen, dass der Konsument da oft sehr wankelmütig ist, was seine Umfragen betrifft oder seine Antworten in Umfragen. Aber dann die Einzelhandelsumsätze, die sind dann gar nicht so schlecht. Und das ist auch etwas, was wir im aktuellen Umfeld sehen. Diese Differenzierung, die zwischen nominelle und reale Steigerung, zum Beispiel bei Umsätzen. Die Unternehmen sind doch in vielen Fällen in der Lage, gewisse Preisüberwälzungen vorzunehmen. Es gibt immer mal wieder Diskussionen zwischen dem Großhandel und dem Einzelhandel oder auch dem ursprünglichen Produzenten und dem Einzelhandel. Aber insgesamt muss man sagen, der Unternehmenssektor hat es doch bisher ganz ordentlich geschafft, in der Breite gesehen, hier entsprechend auch Preisanpassungen überzuwälzen. Und von daher die Lage bei den Unternehmen, auch die jüngsten Quartalsdaten aus den USA, die sind ja bei weitem nicht so schlecht wie das, was man hätte erwarten können. Und dann schaut man ja, okay, wie wird es jetzt dann, wenn wir dann eben im Januar dann die Daten bekommen für Q4? Also aktuell Blick auf die Berichtssaison ist das eine, aber man schaut natürlich vor allem auf die Kommunikation der Unternehmen. Aber da blieben bisher diese Riesenüberraschungen letztendlich aus. Das heißt, das, was kommuniziert wurde, war nicht ganz so schlecht, wie man es vielleicht im Vorfeld aufgrund von Umfragen oder auch sonstigen Meinungsäußerungen hätte erwarten können. Wenn wir nochmal vom Einzelhandel auf China blicken, dann China steht natürlich im Fokus, weil das Thema, wie geht man mit Taiwan um? Wir haben das Thema kommunistische Tendenzen. Ist China insgesamt noch investierbar? Wir haben auch Rückgänge, respektive Probleme am chinesischen Immobilienmarkt. Auch das Thema schwelt ja vor sich hin, so ein kleiner Salami-Crash, den man hier entsprechend verfolgen kann. Und das drückt natürlich auch auf die Stimmung auf die Stimmung der Konsumenten und deswegen hier die Einzelhandelsumsätze mal dargestellt. Und da sehen Sie eben auch 2,5% Tendenz nach unten gerichtet im Vorjahresvergleich. Und das ist natürlich für ein Land, bei dem die Mittelschicht stark wachsen soll, um hier Wohlstand zu generieren, weil der Wohlstand oder die Hoffnung auf steigenden Wohlstand, die ist natürlich wichtig, damit die Bevölkerung in der Breite natürlich auch die Repressalien und viele andere Dinge akzeptiert, die ihnen die Regierung in Anführungsstrichen so vorsetzt. Von daher, auch hier bleibt es interessant abzuwarten, wie sich China jetzt entsprechend aufstellt, ob man eine Abkopplung oder eine Veränderung der Null-Toleranz-Politik gegen Corona sieht, weil eins ist auch klar, die chinesischen Produzentenpreise fallen, die Frachtraten sind gefallen, China könnte wieder entsprechend dann exportieren und das hat auch wiederum Auswirkungen auf viele andere Themen. Sie haben das vielleicht auch verfolgen können, dass vor einem halben Jahr hatten wir noch die riesen Chip-Knappheit und jetzt waren schon die ersten Chip-Produzenten entsprechend vor einer Überproduktion und wo früher noch eine Webcam die 40 € gekostet hat, dann für 140 € verkauft wurde, sieht man jetzt auch hier, dass der PC-Absatz zurückkommt. Also von daher, vieles spricht sehr eindeutig auf eine wirtschaftliche Abkühlung hin. Und wie gesagt, aus meiner Perspektive, vielleicht ist das jetzt einfach die Abkühlung, die wir 2020 gesehen hätten, wenn nicht Corona dazwischen gekommen wäre. Aber jetzt haben wir natürlich nochmal Anpassungen, speziell auf Ebene der Geldpolitik und der Zinsen, die von einem noch extremeren Niveau erfolgen, als es ohne Corona der Fall gewesen wäre. Insgesamt, auch das muss man festhalten, die Stimmung ist natürlich schlecht. Ich glaube, wer heute Pessimist ist, der ist in bester Gesellschaft. Von daher mal der konsolidierte Abgleich von erwarteten Wirtschaftsdaten zu realisierten. Und da sehen wir dann doch in den letzten Monaten zarte Pflänzchen. Das heißt, insgesamt sehen wir da doch positive Tendenzen. Also ein bisschen ähnlich wie beim IFO-Geschäftsklimaindex. Absolut gesehen ist es immer noch nicht gut, aber relativ ist es besser als erwartet. Und man stellt das ja auch an manchen Datenpunkten fest. Deutsche Produzentenpreise, große Schlagzeilen, plus 46%. Was aber nicht erwähnt wird,
Die Komponente ohne Energie, die steht bei ungefähr plus 14 und ist jetzt den vierten Monat in Folge gefallen. Und wenn man das alles zusammennimmt, dass wir fallende Rohstoffpreise haben, dass wir aktuell sogar die Problematik haben, dass wir mehr Gas haben, als wir Lagerkapazität haben, dass wir sehen, dass die Frachtraten um 75 bis 80% zurückgekommen sind, dass Unternehmen auch mal Personal freisetzen, respektive weniger Personal neu einstellen. Das sind natürlich alles Punkte, die wirken erstmal disinflationär. Und von daher könnte der größte Inflationsschock hinter uns liegen, was man auch daraus sieht, dass der Grad der Inflationsüberraschung deutlich zurückgekommen ist. Er ist bei weitem nicht mehr so negativ wie das, was wir vor einigen Monaten noch gesehen haben. Also in der Konsequenz weniger negative Inflationsüberraschungen, etwas positive Überraschungen bei den volkswirtschaftlichen Daten. Und das ist ein wichtiger Aspekt, da natürlich Vermögenspreise die Entwicklung vorwegnehmen. Also sprich, die Börse handelt nicht das heutige Niveau, sondern die Erwartung auf 6 bis 12 Monate, ähnlich auch bei der Geldpolitik. Die Leitzinssenkungen aus den letzten Wochen und Monaten, die fressen sich jetzt über Monate hinweg in die echte Wirtschaft. Also, Thema Inflation. Wir sehen hier die Inflationserwartungen, die sind zurückgekommen. Sie können das auch gut nachvollziehen hier nochmal. Die zweijährigen Inflationserwartungen in Türkis für die Eurozone, dunkelblau für die USA, für die Fünfjährigen, für die Zehnjährigen sind wir jetzt bei 2,3, 2,4% insgesamt. Die Kombination, das muss man sich auch klar machen. Sie haben für eine US-Staatsanleihe roundabout 4% Rendite bei 10-jähriger Laufzeit. Bei einer Inflationserwartung von, sagen wir mal, etwas über 2, dann liegt der Realzins der Inflationserwartung in Relation zur 10-jährigen Anleihe bei plus 2%. Und da waren wir vor nicht allzu langer Zeit noch bei minus 1%. Also eine absolut neue Welt. Und da wir viele Vermögenspreise hatten, deren Niveau nur zu rechtfertigen war über negative Realzinsen, und damit meine ich nicht die negativen Realzinsen, wo Sie die heutige Inflationsrate mit den heutigen Zinsen vergleichen, sondern wo Sie die mittel- bis langfristigen Erwartungen nehmen, die für die Vermögenspreise relevant sind. Da sind natürlich 2% Realzins eine ganz neue Welt. Und das erklärt, glaube ich, auch die Bewegung, die wir bei diesen Hype-Themen sehen, wenn Sie verschiedene Themenfonds betrachten, wenn Sie die Kryptos betrachten, aber auch andere Vermögensklassen. Von daher der Blick auf die Geldmenge M2 nochmal dargestellt. Wie gesagt, wir hatten diesen Anpassungsprozess, der begonnen hatte, und dann kam eben Corona dazwischen, dann diesen exorbitanten Anstieg der Geldmenge, der exorbitante Anstieg der Notenbankbilanzen. Und jetzt sehen wir eben alle Notenbanken, außer die japanische Notenbank, die offensichtlich bereit sind, die Geldpolitik ja so fortzufahren und die eigene Währung zu opfern. Aber am Ende des Tages alle relevanten Notenbanken außer China und Japan, die stehen auf dem Bremspedal. Und das ist natürlich ein wesentlicher Aspekt. Die Geldmenge kommt zurück, der Kreditimpuls wird negativer und insgesamt stellen wir auch fest, dass die Kreditvergabebedingungen deutlich härter werden. Zum einen bei Verbrauchern und Unternehmen über die Hausbanken. Da sehen wir, dass die Standards nach oben gehen. Man will höhere Eigenkapitalquoten und ähnliches. Aber auch an den Kapitalmärkten sieht man, dass beispielsweise im Hochzinsanleihensegment momentan weniger neue Papiere an den Markt kommen, weil klar, aktuell sind die Renditen bei 8 bis 9%. Und dabei legen sich Unternehmen natürlich, wollen wir für diese Rendite jetzt an den Markt gehen? Sie erinnern sich, in der Finanzkrise, da hatten mal die deutschen Autobauer BMW und Mercedes, die kamen mit Anleihen, die hatten damals bis zu 12% Verzinsung. Da sind wir heute bei weitem noch nicht, was auch zeigt, dass die Situation heute eine andere ist. Ich glaube, wir sind eher in einer Normalisierung und diese Normalisierung hat eben leider nicht im Jahr 2020 begonnen oder sich im Jahr 2020 fortgesetzt, sondern wurde durch die Corona-Extreme total verzerrt, was auch die Anpassungsprozesse jetzt etwas volatiler macht, weil man am Ende des Tages natürlich auch vielen Marktteilnehmern jetzt hier Liquidität wegnimmt, was natürlich durchaus zu begrüßen ist. Aber die Frage ist immer, geht auf dem Weg zur Normalisierung etwas kaputt? Aber die Tatsache, dass wir darüber sprechen, dass wir Stress im Finanzsystem haben, dass darüber spekuliert wird, ob das US-Finanzministerium vielleicht Anleihen zurückkauft, dass wir so eine Art Operation Twist vielleicht sogar von dem Finanzministerium bekommen und nicht von der Notenbank Fed, dass wir vielleicht ein Auseinanderfallen haben, dass wir zwar sehen, dass die Leitzinsen steigen, aber trotzdem noch QE stattfindet. Also allein diese Diskussionen,
über Instabilität, darüber, dass die Schweizer Notenbank Riesenverluste gemacht hat, aufgrund dessen, dass sie Vermögenspreise erworben hat, die im Preis gefallen sind. Die sind durchaus natürlich erstmal positiv, weil das zeigt, dass wir in Richtung Normalisierung gehen. Und die Frage natürlich im Rahmen dieser Normalisierung, gibt es irgendwo Schäden im System? Das ist schwer zu beantworten. Wir glauben, das Bankensystem ist deutlich besser rekapitalisiert. Aber Sie haben ja nach der Finanzkrise Marktteilnehmer gehabt, die unreguliert waren, die ja in der Kreditvergabe in die Bresche gesprungen sind, die die Banken hinterlassen haben. Und da muss man natürlich mal schauen, was gibt es da an Problemen, was gibt es da an Abschreibungen. Aber das hat natürlich andere Auswirkungen auf das Finanzsystem als eine klassische Bankenkrise, wie wir sie im Jahr 2008 fortfolgende entsprechend hatten, respektive dann in der Euro-Staatsschuldenkrise in den Jahren danach, was dann ja durch Mario Draghis, whatever it takes, ja auch relativ schnell beendet wurde. Also das ist ein wichtiges Thema, zurückkommende Geldmenge, nachlassender Kreditimpuls. Und ich glaube, das Thema ist noch nicht ganz am Ende. Vor allem die Anpassungsprozesse, die brauchen bei den unterschiedlichen Vermögensklassen unterschiedlich lange. Letztes Jahr im Winter hat es begonnen mit den Hype-Segmenten, wo sie Unternehmen hatten, die in der Corona-Pandemie tolle Aussichten hatten. Denken Sie an das Fahrrad für zu Hause, Peloton. Denken Sie an die Konferenzsoftware Zoom und dann viele andere Aspekte. Da wurde doch vieles wieder eingedampft auf ein betriebswirtschaftliches, mehr zu begründendes Kalkül. Und jetzt haben wir die Anpassung am breiten Kapitalmarkt gesehen. Breite Anleiheindizes mit dem schlechtesten Ergebnis seit einer Generation. Aktienmärkte auch global 25% minus beim MSCI World, wenn wir den Dollareffekt außen vor rechnen. Also das waren schon extreme Effekte auf der Anpassung der Vermögenspreise. Und diese Anpassungen führen aber auch dazu, dass nach vorne gerichtet die Renditen heute interessanter sind. Das sehen wir aber gleich nochmal im Portfolioteil. Kommen wir zu den Konsequenzen. Ja, diese Woche auch ganz frisch die Daten gekommen zu den Immobilienpreisen USA. Das eine ist klar, Veränderung 13% zum Vorjahr, Haken dran. Aber nochmal schauen Sie sich das hier an, die Entwicklung, die wir dann hier hatten. Und wir sprachen über Corona-Effekte. Man sagt bei Immobilien immer, gewohnt werden muss immer, deswegen können die Preise nicht so stark fallen. Das finde ich ein bisschen unsinnig, ehrlich gesagt, weil wenn wir uns Immobilienpreisentwicklungen anschauen, dann wird ja immer gewohnt. Trotzdem ist es so, dass die jetzt mal Jahre haben, wo sie zweistellige Steigerungsraten haben, die sie schwer erklären können, die man eigentlich nur erklären kann mit der Thematik. Es gibt eben billiges Geld und es gibt eben Spekulationsfreude und steigende Preise ziehen eben Marktteilnehmer an. Wenn Sie mal auf YouTube sich anschauen, wie viele Kurse und Masterclasses es da gibt mit 20.000 Euro Eigenkapital zum Immobilienvermieter, Fix and Flip, Buy and Build, die Bierdeckelrechnung, dann wird man mal sehen, ob das alles auch so funktioniert, weil Immobilien, die Haltedauer sind im Regelfall 10 Jahre und der Gegenwind ist jetzt offensichtlich. Und jetzt sehen wir hier Monatsentwicklung. Das sind aber die Daten per Ende August, muss man sagen, minus 1,6%. Und wenn man sich Vermietungsdaten und Ähnliches anschaut, dann glaube ich, muss klar sein, dass der Rückgang deutlich stärker ist. Also wenn man Prognosen sieht, die Immobilien kommen 5% zurück. Ich glaube, das ist sehr realitätsfremd. Wir sehen hier bei uns im Umfeld, wenn Kunden von uns verkaufen oder sich für Käufe interessieren, dann haben sie Abschläge tendenziell im Vergleich zu den Preisen von Herbst letzten Jahres. Die liegen irgendwo zwischen 15 und 30%. Und das macht ja auch Sinn, weil die Refinanzierungskosten sind von 0,8 auf über 4% gestiegen. Plus die Banken wollen mehr Eigenkapital. Von daher, ich glaube, die Entwicklung, die ist da relativ eindeutig. Man weiß nur nicht, wie weit geht es nach unten, weil irgendwo ist natürlich auch ein gewisser Boden, aber tendenziell überschießen Märkte natürlich auch erstmal. Von daher, das Immobilienthema muss man auf dem Schirm haben, weil auch die Mieten nicht so steigen, wie man das vielleicht mal erwartet hat, speziell auch in den USA ein großes Thema. Und die Mietkomponente geht auch wiederum sehr stark ein, oder die Wohnpreiskomponente geht auch wieder sehr stark ein in die verschiedenen Inflationsdaten, die berechnet werden. Und wenn hier Luft rausgeht, dann muss man sagen, wunderbar. Sondereffekte, Corona, Gebrauchtwagen und Home Delivery und alles, was es gab. Das Thema, das Sonderthema ist raus. So, Frachtraten, Rohstoffpreise, Energiepreise, Rückwärtsgang. Bleiben zwei große Themen: Wohnpreisinflation und Inflation über die Lohnkomponente. Und wenn jetzt hier eben sich zeigt, dass die Immobilienkomponente an Dynamik verliert, dann ist das durchaus positiv zu nehmen. Von daher kann man sagen,
Wenn steigende Zinsen und eine schwächere Wirtschaft sich negativ auf die Immobilienpreise auswirken, wenn sich Inflation negativ auf die Verbraucher auswirkt und es wird weniger nachgefragt, dann muss die Notenbank vielleicht nicht ganz so stark erhöhen, wie man es im Extrem erwartet. Ja, 5% Leitzins in den USA wurden ja zwischenzeitlich schon gehandelt, sondern gibt es vielleicht ein bisschen weniger Druck. Also sprich, die Zinsen bleiben zwar länger auf einem höheren Niveau und auf einem gesunden Niveau, aber es wird eben nicht ganz so extrem, wie man es vielleicht zwischendurch mal eingepreist hat. Das Thema Immobilienpreisinflation kein deutsches Thema, kein amerikanisches Thema ist, sondern wir haben über China gesprochen. Aber wenn Sie nach Kanada schauen, nach Schweden, nach Australien, nach Neuseeland, das ist überall das Gleiche. Und von daher sehen wir das nicht nur der Vermögenswert der Immobilie, sondern auch die Geschäftsmodelle. Denken Sie an das Thema billige Kredite, Wohnbestände kaufen, bisschen Miete erhöhen und Sie haben ordentliche Bewertungsaufschläge. Dass dieses Geschäftsmodell geplatzt ist, das sehen Sie hier an einem Index, der von Solactive berechnet wird, zur Entwicklung der deutschen Wohnungsimmobilienaktien, also wo Sie im Wesentlichen Immobilienaktiengesellschaften haben. Denken Sie an Vonovia, Deutsche Wohnen und Co. Und da sehen Sie schon auch, von wo wir gekommen sind und dieser Index ja aktuell irgendwo so um die 50% im Minus. Und da wird es natürlich auch ganz interessant sein, wo haben diese sehr zinssensitiven Vermögensklassen vielleicht sogar schon ihren Boden gefunden? Also das ein Thema, was man auch auf dem Schirm halten muss. Deswegen eine Erwartung zu dem Thema Zinsen, nominell als auch zu den Realzinsen, die ist im aktuellen Umfeld sehr wichtig, um die Anlagestrategie hier entsprechend zu positionieren. Also kommen wir noch zur Anlagestrategie. US-Renditen, die muss man aktuell beobachten. Und das war das in den letzten Tagen. Klar, wir wissen, 10-Jährige über 4%, die 2-Jährigen bei 4,5%. Aber interessant natürlich auch hier die sehr kurzfristige Betrachtung dementsprechend, wo wir uns auch mal die Zinsdifferenz anschauen. Und da sehen Sie eben auch die Zinsdifferenz, inverse Zinsstrukturkurve, aber vor allem auch, wie gesagt, wenn wir auf die Laufzeiten schauen, auf die 10-Jährigen sehr kurzfristig, dann sind die so ein bisschen runtergekommen. Der ein oder andere sagt jetzt, ja klar, das liegt an der Schwäche des Immobilienmarktes, das ist absehbar. Und der Immobilienzyklus ist der Business Cycle in den USA. Das muss man mal genau beobachten. Ich glaube, das ist noch zu früh, um sich hier festzulegen. Aber man sollte bei den Veränderungsraten momentan nicht nur auf die langfristigen Zeit reinschauen, sondern durchaus auch mal auf die Entwicklung über wenige Tage oder beziehungsweise wenige Wochen, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wo hat der Markt vielleicht einen Deckel, was die Zinshöhe oder einen Boden gefunden, was vielleicht die Bewertung von sehr, sehr zinssensitiven Vermögensklassen betrifft. Wie gesagt, die liquiden Märkte, die Anleihen haben wir aus unserer Sicht schon viel eingepreist. Bei den Aktien kommt es auf den Sektor drauf an, da kommt es auch auf die Stabilität der Ertragsaussichten an. Das ist ja auch das nächste große Thema. Aber insgesamt muss man schon mal sagen, die Rendite-Risikoprofile in den liquiden Vermögensklassen, die haben sich deutlich verbessert im Verhältnis zum Ende des letzten Jahres. Worauf man schauen muss, den Indikator bringen wir oft mit, den Volatilitätsindikator für die Renditen der US-Staatsanleihen. Und der muss natürlich noch weiter nach unten. Für uns aktuell sogar noch wichtiger als die Volatilitätsindizes für den Aktienmarkt. Wenn es hier mal deutlich nach unten kommt, dann ist das positiv zu werten. Das Problem wahrscheinlich, wenn Sie das hier im Chart dann wirklich sehen, dass Sie sagen, hey, wir haben wieder ein Niveau, da waren wir vielleicht irgendwo 2021, dann haben wahrscheinlich die Vermögensmärkte schon am Aktienmarkt eine gewisse Steigerung vorgenommen und auch die Renditen sind ein bisschen zurückgekommen. Das heißt, Sie hatten auch schon wieder Kursgewinne bei den Anleihen. Rentensegmente, das wissen Sie, aktuell das Thema, was wir für unheimlich spannend halten. Warum? Sie sehen hier, da gab es vor 12 Monaten 3% Rendite für Hochzinsanleihen. Heute geht es in Richtung 9. In speziellen Portfolios im Rentenbereich handselektiert kommen sogar auf 12 bis 13% bei 2 bis 3 Jahren Restlaufzeit. Aber bleiben wir mal bei Investment Grade Unternehmensanleihen 0,5% vor einem Jahr, heute 4%. Und dann, wenn man das mal kombiniert mit den Inflationserwartungen, dann sind natürlich Unternehmensanleihen vielleicht ein gewisser Sweet Spot, weil der Fremdkapitalgeber bekommt Zins und Tilgung, bevor der Eigenkapitalgeber, also der Aktionär, profitiert. Dazu haben die Unternehmen wahrscheinlich noch sehr viele Investitionen in CapEx, also sprich in Kapitalerhaltungsmaßnahmen. Das belastet natürlich auch die Gewinne.
Und von da aus unserer Sicht Unternehmensanleihen momentan da ein recht interessanter Sweet Spot. Klar, die Kreditrisikoaufschläge können noch ein bisschen steigen, wenn wir in die Rezession kommen. Aber in der Rezession würden wahrscheinlich auch die Renditen der Staatsanleihen zurückkommen. Und da die Kreditrisikoprämien und die Staatsanleihenrenditen beide ja die Entwicklung der Unternehmensanleihen abbilden, ist es sehr schwer, das genau zu timen, weswegen wir uns ja hier bereits engagiert haben und auch noch weiter engagieren werden im Bereich der Unternehmensanleihen. Also da entstehen natürlich Opportunitäten. Und wenn wir uns die Aktienmärkte anschauen, dann muss man ja auch sagen, das war ja eigentlich in den letzten 12 Monaten lehrbuchmäßig, weil wir haben oft darüber gesprochen, Verzerrung am Markt, das, was man teilweise bei Momentum sieht, also bei gehypten Titeln oder das, was man bei Qualitätstiteln sieht, wo man sagt, super Geschäftsmodell, geringe Verschuldung, hohe Profitabilität, tolle Unternehmen, aber einfach zu teuer und zu teuer aufgrund der sehr, sehr niedrigen Zinsen. Und jetzt haben wir da eine gewisse Normalisierung vielleicht auch gesehen mit den Kursrückgängen und dementsprechend ein Aktienportfolio, was auf Basis des globalen Aktienmarktes optimiert ist, auf eine geringe Schwankungsbreite, hat sich jetzt in diesem sehr schweren Kapitalmarkt ja relativ am besten gehalten. Also der niedrigste Rückgang, Value, also dort, wo Sie die Aktien gewichten nach Substanzwert und Ertragswert kennzahlen, also wo Sie die günstigeren höher gewichten oder anders gewichten als im Vergleich zum normalen Index. Die beiden Sektoren hätte man auch erwartet, dass sie besser performen in einem Umfeld, wie es jetzt eingetreten ist. Von daher eine sehr schöne Bestätigung. Also Minimum Volatility und Value war das Mittel der Stunde. Aber wir sehen jetzt insgesamt auch, dass natürlich hier so ein bisschen im Boden aktuell gefunden zu sein scheint. Ob das einfach nur daran liegt, dass die Stimmung halt so schlecht ist, dass sie nicht schlechter werden konnte, die globalen Fondsmanager mit Rekordaussagen zu Cashquote und ähnliches, das gehandelte Put-Volumen, also Absicherungsinstrumente, auch exorbitant hoch. Wir sehen, das Handelsvolumen von privaten Daytradern geht deutlich zurück. Bei fallenden Kursen verliert man halt den Spaß am Zocken und, und. Also die Frage ist, war es das jetzt erstmal? Man hat einen Boden gefunden mit der Hoffnung auf einer schwächeren Zinspolitik. Oder ist es jetzt nur mal so ein Durchatmen, bevor dann irgendwann in Q1 die Realität kommt, dass eben die Unternehmensgewinne deutlicher zurückkommen als das, was man bereits antizipiert? Wir glauben, das ist nicht vorherzusehen, weil Sie bei den Unternehmensgewinnen nicht sagen können, wie entwickelt es sich nominal, wie entwickelt es sich real. Und das sehen Sie auch beispielsweise sehr gut in der Analogie beim deutschen Staat. Sie werden es gelesen haben, das Steueraufkommen des deutschen Staates ist deutlich höher als erwartet. Rund auch 10% höher als letztes Jahr. Warum? Klar, der Staat extrahiert seine Steuern auf die nominelle Wirtschaftsleistung und die nominelle Wirtschaftsleistung steigt. Und von daher die Frage, gehen wir in eine Rezession? Klar, die Inflation ist so hoch, dass die Wirtschaftsleistung wird niedriger sein. Also haben wir real natürlich eine Rezession. Aber die Frage ist, ist es anders, als wenn wir beispielsweise um 10% wachsen nominell, haben 8% Inflation, dann wachsen wir immer noch um plus 2. Das ist schon ganz anders, als wenn Sie nominell um 3% schrumpfen und Sie haben eine Inflation von 1. Also von daher, die Qualität der Rezession, nominell oder real, das ist das große Thema. Der Staat ist ein Inflationsgewinner. Er kann also natürlich auch wieder umverteilen an Haushalte und an Unternehmen. Noch dazu, der Staat hat sich oder die Staaten haben sich sehr, sehr günstig verschuldet durch diese ja künstlich niedrigen Renditen. Und wenn sie sich verschuldet haben als Staat im Schnitt zu, naja, 1,5% und sie haben jetzt mal 2 Jahre Inflation, die zwischen 6 und 10% liegt und danach vielleicht nochmal 3 Jahre Inflation, wo wir vielleicht bei, naja, 2,5 bis 4% liegen, dann haben sie die Thematik, dass sie im Zähler ihre Schulden haben, die ja real immer weniger werden, in Relation zu ihrer Wirtschaftsleistung im Nenner. Und die Wirtschaftsleistung geht ja nach oben, weil wir nominell ja wachsen. Also von daher glauben wir, es ist sehr, sehr schwer, sich da jetzt einseitig zu positionieren, weil die Stimmung ist schon unheimlich pessimistisch. Von daher aus unserer Perspektive, die Aussichten für ein global diversifiziertes Portfolio, die sind heute so interessant wie seit, ich glaube, 3 bis 5 Jahren nicht. Warum? Weil Geld hat wieder einen Preis. Dadurch, dass Geld einen Preis hat, den Zins, haben wir wieder eine bessere Lenkungsfunktion. Man muss das natürlich vermeiden, bei den geplatzten Preisblasen dabei zu sein.
Ne? Also Hochzinsanleihen zu 2,5% zu kaufen, war vielleicht nicht besonders gut. Es war vielleicht auch nicht besonders gut, irgendwelche Themen- und Trendfonds im Herbst 2021 zu kaufen, weil da sind sie dann irgendwie 50% im Minus. Aber insgesamt für ein globales Kapitalmarktportfolio, wo man auf der Anleihenseite ein bisschen weniger Zinsabhängigkeit hatte, wo man vielleicht auf der Aktienseite ein bisschen mehr Value, also ein bisschen mehr Substanz, ein bisschen mehr Minimum Volatility hatte, dann hat man auch bei einem Portfolio vielleicht mal jetzt 10% Minus. Das ist natürlich absolut immer sehr, sehr unerfreulich, aber diese Schwankungen gehören natürlich auch dazu. Und wenn man jetzt den Blick nach vorne richtet und hat jetzt eben die Möglichkeit, im Anleiheportfolio jetzt eben Restlaufzeit, Duration zu nehmen, jetzt eben Kreditrisikoprämien zu nehmen, wo sie nicht mit 0,5, sondern mit 4% bezahlt werden, wo sie nicht für Hochzinsanleihen 2,5, sondern 9% bekommen. Wenn Sie im Aktienbereich auch gesehen haben, dass Unternehmenswerte mit anderen Zinsen diskontiert werden, dann haben wir, glaube ich, dann aktuell ein ganz gutes Szenario. Deswegen, man spricht auch aktuell darüber, Anleihen können ihre Funktion im Portfolio nicht mehr erfüllen. Ja, das konnten sie nicht in der Phase der Inflationsüberraschung, die negativ war. Aber Hand aufs Herz, wenn Sie heute 4% für eine US-Staatsanleihe haben und Amerika geht in die Rezession und die Zinsen gehen vielleicht wieder auf 2,5% zurück, dann haben Sie einen Zinsrückgang von 1,5% auf eine Duration von 7 Jahren, haben Sie da mal rucki-zucki 10% Kursgewinn. Also von daher, das diversifizierte Portfolio wird in der Zukunft viel, viel besser funktionieren als in diesem Katastrophenjahr dieses Jahr. Jetzt können Sie natürlich nicht in die Zeitmaschine zurückgehen und können sagen, hätte ich doch mal im Dezember 21 mich anders aufgestellt. Aber auch das waren ja Punkte, auf die man oft hingewiesen hat, dass Vermögenspreise durch die exorbitante Geldmenge, durch die Exzesse auch von privaten Spekulanten und auch von kreditfinanzierten Geschäftsmodellen vielleicht etwas übermäßig negativ verzerrt sind, was betriebswirtschaftlich nicht mehr zu rechtfertigen ist. Und das sehen wir ja in verschiedenen Märkten. Also von daher, ich glaube, das muss die Quintessenz sein. Die Lage ist schlecht. Konjunkturdaten im Auge behalten, nicht nur die absoluten Werte, sondern die relative Einschätzung oder Betrachtung in Relation zu den Erwartungen. Gleiches gilt in Relation für die Geldpolitik. Gleiches gilt im Endeffekt auch für die Kapitalmärkte. Und aus unserer Meinung ist es ganz klar, es bringt nichts, wenn die Banken heute 0,1, 0,3% auf Kontoguthaben wieder zahlen und groß Werbung machen. Der Zinssatz für kurzfristige Geldanlagen im Interbankenhandel liegt aktuell bei 12 Monaten bei über 2%. Also, na, es macht schon Sinn, Gelder, die man nicht die nächsten 6 Monate benötigt, irgendwo sinnvoll zinsorientiert anzulegen. Sie schlagen damit zwar nicht die Inflationsrate, aber sie reduzieren die Lücke zwischen der Inflation und ihrer nominellen Verzinsung. Und für ein global diversifiziertes Portfolio aus Aktien, Anleihen, bisschen Edelmetallen und ähnliches haben wir eben schon gesagt, dass die Perspektiven deutlich besser sind. Wer da momentan noch in der Cash-Position ist, der könnte vielleicht heute die Hälfte investieren und den nächsten Teil dann über die nächsten 5 bis 6 Monate, also im Optimalfall in die Rezessionsmeldungen und in die schlechten Unternehmensergebnisse hinein, wenn sie denn schlecht kommen, weil vielleicht werden die auch nicht ganz so schlecht, weil wir eben diese Differenzierung haben, nominelle versus reale Betrachtung, die ich eben ausgeführt habe. Ja, meine Damen und Herren, das soll es an dieser Stelle mit meinen Ausführungen gewesen sein. Ich darf mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Wünsche Ihnen allen noch einen schönen Mittag und alle anderen darf ich nun einladen, entsprechend Fragen zu stellen oder sich an Ihren Ansprechpartner bei uns zu wenden. Von daher machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.